Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin hier mit ein paar anderen Leuten, die gerade gegessen haben, zum Beispiel den Nuki Reborn. Und ja, Dankeschön fürs viele Einschalten von den Parts. Bin wirklich glücklich, dass das Projekt Regnum so gut ankommt. Es ist ja ein Spiel, das eigentlich kaum jemand macht. Es kommen zwar jetzt wieder mehr Videos auf YouTube, aber die sind meistens so Gameplay und ja, weniger so gechillt zocken oder so. Ja, werden mal dann schauen, dass ich vielleicht auch noch ein paar Gameplay-Videos mache oder so. Aber da habe ich ja eher Probleme halt mit dem Schneiden und alles Mögliche. Ich werde einfach immer wieder Warzone mit dem Jäger zeigen in nächster Zeit. Ja, bin gespannt. Also ihr dürft gerne auch ein paar Kommentare schreiben, was ihr wollt genau und so weiter, dass ihr natürlich auch das habt, was ihr wollt. Und ja, wir schauen jetzt gerade an, warten auf eine Gruppe, die mit mir geht, weil ich ja noch nicht so hochlevelig bin. Die meisten gehen aber ein bisschen alleine. Oh, das Schwert ist cool. Das kenne ich, glaube ich, schon ein bisschen. Weiß nicht, ob das ein normales Schwert ist oder ein besonderes, aber es ist eher ein normales Schwert. Level 60 wahrscheinlich, und das habe ich schon ein paar Mal gedroppt. Aber es war immer schlecht, dass die anderen. Also ich habe ja schon ein oranges Legendary. Ja, scheinbar gerade nicht so viel los. Würde gerne ja schon mit einer Gruppe gehen können. Ja, ich bin jetzt momentan sehr viel am Beschwörer-Level. Der ist jetzt Level 34. Habe aber das Gefühl, ich komme auch nicht so vorwärts, weil ich ja eher auch ein bisschen eher Magnaniten sammle oder sonst irgendwie Reichsquests mache. Dass ich da einfach nicht genug levele. Aber es ist immerhin nicht langweilig. Weil für andere ist natürlich Regnum schon manchmal echt langweilig. Für mich aber weniger, aber auch nicht so sinnvoll. Also ich habe manchmal das Gefühl, ja, ich zocke zu viel. Und ja, du musst halt auch ein bisschen dich schützen, lieber. Ja, ist hier was wieder. Lamai. Also, es sind leider ein paar Richtung Osten, also ziemlich viele, deshalb mache ich mich unsichtbar. Aber ich werde wahrscheinlich auch abgeschossen, weil manchmal merkt der Turm, dass ich natürlich unsichtbar bin. Also sieht, die Türme sehen mich mehr als ja, unsere Gegner. Da ist zum Beispiel jemand gestorben. Okay. Haben wir noch einen Zürte gesehen, einen Jäger wahrscheinlich. Es spielen ziemlich viele Jäger momentan. Das ist ein Jäger, der wird wahrscheinlich mich auch entdecken können. Wenn er den Skill geskillt hat. Do not, ja, dann tu es nicht. Ich mache es trotzdem. Einer hieß zum Beispiel Magierkrieger. Wieso heißt er nicht Magierkrieger Bogenschützen? Und hat da Klassen. Ich finde das so lustig. Das ist auch wahrscheinlich ein deutscher Morderisch. Einfach ohne Ö. Nur ein O. Oder vielleicht modert er auch ein bisschen. Ich finde das so toll. Das ist natürlich alles Scherz, oder? Aber, ja, man weiß es ja nicht. Man hat ja immer so auch ein bisschen das tolle, sarkastische an einem Namen. Dann, ja, die handeln hier wieder, aber ich brauche nichts von alledem. Ein blauer Bogen. Komm, komm. Ich werde langsam vielleicht ein bisschen sichtbar. Bin sichtbar, hä? Bin voll sichtbar. Ja, aber es ist nichts los. Ich möchte doch spielen.
Ich könnte vielleicht die Orks töten gehen. Aber jetzt erstmal hier und sich mal kurz noch schauen. Ob ein paar Gegner noch. Oh ja, wie viele? Das geht nicht, wie viel Icken wieder online sind. Im letzten Part habe ich ja gesagt, es sind viel zu viele Icken los. Da. Und jetzt sind noch mehr los. Oh. Emelswirn. Die Icken-Population, sie ist mächtig. Es kommen immer wie mehr. Die Icken haben Spaß. Die Alsen und so. Nicht so, der lockte sich aus. Der Lars. Dass die hier leveln. Und die keine Angst. Also. Ja, momentan ist ja sowieso auch wieder Drop-Event und Expert-Event. Deshalb sind viele auch am Leveln und nicht im Warzone machen. Ah, da kommen die Sirten. Leider werden sie verfolgt. Ja, wird ein Weise verfolgt, aber dem kann ich natürlich nicht helfen. Das sind viel zu viele Sirten. Gut. Ja, machen wir einen chilligen Part, weil ich habe jetzt gerade nichts zu tun. Ich weiß jetzt nicht wohin. Ah, Manny, ja. Manny ist zu spät. Das ist ja schon nicht eingenommen. Machen wir die Quest kurz. Na, habe ich das gemacht und kann ich dann später auch noch die Quest abgeben und eventuell dann recht viel EXP noch bekommen. Ich weiß nicht, wie viel die Quest gibt, aber schon recht viel. Und wenn wir jetzt sterben, angegriffen werden, dann werden wir halt angegriffen. Aber ich habe jetzt sowieso wieder keinen. Oh, dass die Spieler uns nicht sehen, ey. Habe ich schon Glück, dass die viele Spieler, also viele Spieler gar nicht umschauen. Aber wie viele Sirten jetzt in der Nähe sind, schon extrem. Also einfach, dass die Sirten hier sind und nicht die Eisen. Schon extrem. Das ist nämlich das Ignland, liebe Spiel. Da müsst ihr fernbleiben. Das könnte ja zur Gefahr werden. Aber ich bin froh, dass ich nicht so fest viel sterbe. Weil ich sehe immer wieder Spieler, die lassen sich einfach töten. Und das ist natürlich nicht so gut für unser, ja, sehr streng rechtsradikales Land namens Alsius. Wie die Leute einfach rechtsextrem sind, das ist unglaublich. Jeden töten, jeden Gegner. Ja, muss so sein. So, darf ich jetzt ein paar von diesen Orks? Ich glaube, die sind's, oder? Junger Ignis-Ork. Kann ich den töten? Wahrscheinlich nicht so stark. Ja, ich mache viel zu wenig Schaden. Ich habe gar keine Schadenskillung. Na gut, müssen wir halt eben wieder ausruhen. Aber immerhin können wir das jetzt machen, so nur 10. Boah, ich schaffe aber nicht mehr als 2 gleichzeitig. Uiuiui. Was dann? Ja, schau, das bringt gar nichts. Die Orks können immer noch gleich angreifen und so. Weil es natürlich auch, also die Latenz ist wahrscheinlich wieder in Ordnung ein bisschen. Aber dennoch, ja, ihr seht, es ist eben noch recht hoch. Also, der AVG vom Server war mal bei 1600 gestern, deshalb habe ich gestern keine Aufnahme gemacht. Sonst hättet ihr nur ein Lagfest, also wirklich 20 Minuten, 20 Sekunden nur Ding gemacht. Ja. Ich werde bald noch sterben. Er wird mich umbringen. Ich soll mir aus dem Weg gehen. Er greift mich nicht an. Also es ist einfach zu riskant hier. Ich mache mich unsichtbar. Ich werde die Quest wahrscheinlich dann halt einfach alleine mit Geduld machen, dass ich euch das nicht zeigen muss. Aber wo sind jetzt die Eisen? Man sieht nie, wo wir. Ja, Akersborg. Ich wusste es. Akersborg wird angegriffen. Soll ich mich töten lassen oder so? Ich möchte euch Akersborg zeigen. Ich möchte jetzt nicht dorthin laufen müssen. Ich
kann ja Gegner nicht angreifen, deshalb sollte ich mich ja nicht töten lassen, weil ich dann einfach schwächer bin, noch schwächer. Ja. Also schon echt interessant, hier überall Gegner zu haben und dann einfach nicht zu sterben und so weiter. Ah, da ist aber ein. Ja, dem kann ich auch nicht helfen. Er wird verlieren. Ja, pff, das sind viel zu viele. Also Alsen, bitte euch nicht in Lebensgefahr bringen, ey. Das ist aber auch wieder einer. Ja, die Jäger können auch nichts machen gegen fünf Piken oder wie viel waren es? Ich fühle mich gerade so sinnlos. Ich bin einfach zu schwach. Ja, leider. Aber der Beshi, der wird wahrscheinlich sehr viel Anerkennung bekommen, weil ich ja ein guter Beschwörer bin. Nicht einer, der vergisst, Leute auch wieder lebendig zu machen, wieder zu beleben und so Sachen. Es gibt's genügend. Leute, die wirklich nicht wissen, was sie machen als Beschwörer. Gibt's leider genug. Aber weshalb? Ist das die Faulheit, was Leute so dumm macht? Oder ist es einfach nur, sie wollen gar nicht gut spielen? Oder ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal ist es schon extrem. Aber manchmal sehe ich wirklich gute Spiele. Vor allem die Gegner sind eigentlich immer wieder gut zu mir. Also spielen zu gut für mich. Und, ja. Einfach bei den Eisen. Am besten nicht so machen. Es macht euch und alle anderen auch relativ schlecht. Boah. Ich sehe immer wieder Kämpfe. So geil. Es ist einfach mega geil, dass man so viel zu sehen hat. Nur man kann nicht mitspielen. Ich würde alle abschnetzeln mit dem Barbaren. Da liegt jemand. Zutiefst getrauert am Boden. Schützen sogar. Ich finde das so toll. Man sieht so viel. Viel zu sehen, aber wenig zu machen. Hä? Stimmt's, liebe Leute? Aber gut. Wir können halt noch nicht mitreden. Ist noch ein bisschen zu klein. Aber ich bin ja auch ein Langsamer. Also ich level halt nicht so schnell. Das müssen wir einfach halt noch ein bisschen aushalten, weil ich nicht so viel investiere geht. Ich habe jetzt nur zwei XP Boost eingesetzt. Und deshalb mache ich den Barbaren jetzt auch momentan nicht weiter. Geht's mal hier links so auf das Pferd, also auf den Löwen. Ich denke immer an Pet, also an Reittier, an Pferde, aber nie an Löwen. Ja, jetzt ist schon wieder fertig und ich bin zu spät. Oh, hallo Gestein. Dich hätte ich nicht erwartet. Der Gestein, der ist überall. Also es gibt sehr viele Gesteine momentan. Also momentan lohnt es sich sehr, nach Gesteinen zu suchen. Weil durch das so viele Menschen in der Nähe sind, so viele Spieler, spawnen mehr. In Gebieten, wo keine Menschen sind, spawnen keine, weil das Gebiet nicht geladen ist. Also dadurch, dass ihr jetzt mehr Spieler habt, habt ihr auch mehr Chancen, Gesteine abzufarmen. Also nur so zur Info, ich möchte das natürlich schon gerne euch mitteilen. Nur ich bekomme so viele Gesteine, so viele Magneten, immer wieder fünf Magneten, dass ich eigentlich jetzt in Magneten schon schwimme, also sicher wieder mehr als 1000 habe, obwohl ich schon alles ausgegeben. Endlich, der Zug ist da! Yeah, Baby! Jetzt kann ich auch mitkommen. Jetzt kommen wir stürmen. Sag mal. Jo, der Zug. Ich freue mich. Endlich wieder was los, ey. Ja, es ist immer etwas los, aber immer an der falschen Stelle oder sonst irgendwas. Das haben viele nicht immer verstanden. Wieso mache ich keine Aufnahmen von einem Zug, von einem Spielerbündel? Ja, mitteilen, hä? Mich als Freund hinzufügen, dann mit mir, also es mitteilen. Und ja. Dann hätten wir, da hätte ich Stoff zum Aufnehmen. Habt ihr Stoff, den müsst ihr mir verkaufen. Schon schwer. In der Schweiz wird Klopapier gesammelt, weil sie den Scheiße haben durch das Coronavirus. Aber Niederlande wird Drogen gesammelt, weil sie sonst zu wenig Drogen haben. In den Niederlanden muss natürlich Drogen da sein. Ja. Das wird in Deutschland gesammelt. In Deutschland wird
Hygiene, also Dinge, Kosmetik. Sie wollen ja schön sein, die Deutschen. Das sind ja die Stolzen, oder? Ja, okay, die Schweizer sind stolz auf ihr Land, aber die Alsen, die tun Waffen sammeln. Und die Argentinier, die sammeln ja Items scheinbar, so alle Items. So viele Items, die die hier in den Chat posten, in den Clan-Chat. Ist schon nichts drin. Ja, Amalio. Du musst nicht dorthin rein. Du bist nur gestunt. Ja, widerstehen. Mega lange gebraucht, bis es endlich wieder hier hingekommen ist. Ja, gut, dann brichst du halt ab. Hä? Der ganze Chat, der ganze Server ist am Lecken. Es ist gar nicht so hoch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann unter nichts zaubern. So, endlich mal den ersten. Wow. Aber das Clan-Ziel ist auch extrem leicht. Heal, ja, heal. Du wirst angegriffen, heal. Aber ja, die Bashis sind immer wieder. Ja, es gibt so wenig Bashis, die wirklich gut sind. Vor allem allgemein einfach auch zu wenig Bashis bei Nasen. Und deshalb sind wir so schlecht. Also ich muss echt unbedingt ja, Bashis spielen. Die werden benötigt. Du kannst ich auch mehr zeigen, weil ich wahrscheinlich ja nicht so angegriffen werde dann. Was? Hockens? Gens, bist der beste Gens. Welcher ist der Gens? Windcrushery. Nein, ich will ein bisschen ab. Ich will die Schokolade. Nein, ich will doch die Schokolade. Was ist ihm los? Was ist mit dem los? Der leckt wahrscheinlich zu sehr. Oder ist der gerade aufgetaucht? Mann, ich töte doch die nicht immer so schnell. Ich brauche auch ein bisschen. Ich brauche die Schokolade. Wo ist die denn, die Schokolade? Die Igen sind die Schokolade. Und die Sürten ist das Gemüse. Das Nachtischgemüse. Snacks. I love my snacks. Bah, bah. Ja. Erober ein gegnerisches Fort. Schon gemacht. Sehr schön. Aber auch nichts bekommen, ich bin nicht drin gewesen. Okay, es sind ein paar zu viele. Ja, was machen wir? Wir machen uns unsichtbar und schauen den Kampf von hinten an. Wir gehen um die Ecke und schauen uns den Kampf an. Ja, ich glaube, sie sterben jetzt alle hier. Das kann ich nicht verhindern. Deshalb sind wir schlau und entschwinden, weil wir genug gefarmt haben. Ich möchte ja nicht sterben. Ein Hardcore-Zocker. Ich spiele Hardcore-Regnum. Ich darf in diesem Part nie sterben. Ich werde sicher noch in diesem Part sterben, aber das pst, sagt man nicht, gell? Ja, was machen wir dann? Gehen wir wieder zu den Orks und töten noch mehr Orks. Weil wir nichts zu tun haben. Die Egen sind einfach zu mächtig. Und ich bin so loyal zum Alsenreich. Ich unterstütze niemanden. Ich sterbe für das Reich nicht. Es ist so traurig. Jopp, jopp. Also ich werde heute eventuell nochmals eine Folge machen und sie dann morgen bringen, wo dann wieder ein bisschen mehr los ist, aber solange nichts los ist, kann ich natürlich auch nicht so viel zeigen. Ich kann nicht zaubern. Ich bin leider nicht der, der zaubert. Ich bin eher der, der, ja, aufmunterte Worte sagt oder so Sachen. Oder auch negative, also nicht aufmunterte Worte. Aber, es ist so. Ein Let's Player kann nicht zaubern, kann nicht einfach die besten Folgen immer wieder produzieren. Das ist abhängig auch von euch. Ihr dürft eben gerne mit mir mitkommen.
Ihr dürft gerne Kommentare schreiben, ihr dürft gerne alles machen. Ihr dürft das Video auch schauen, ganz komplett. Ihr dürft meckern. Alles. Okay? Aber auf jeden Fall bin ich halt immer an der Zeit, wo wirklich die Spiele auch online sind. Es ist 19 Uhr. Schon 20.30 Uhr. Wow. Ja. 20.30 Uhr und ja, viele Spiele sind online, aber ja, naja, irgendwie. Also, wir machen noch die Quest fertig hier. Aber die Spieler werden immer wie weniger zickiger und genervt. Ich finde es so toll, dass die Spieler langsam immer wie genüssliche spielen, nicht mehr nerven. Weil, ja, das mit dem Level töten und so habt ihr echt genervt. Da kann ich einfach nur sagen, Dankeschön, liebes Spiel, dass du die ganze Zeit Ding machst, ausweichen oder blocken. Die Orks, wo ich lange gelevelt habe, die Ork-Captains, die haben immer so eine hohe Blockchance. Das ist einfach nicht gebalanced. Das nervt einfach immer wieder, weil man braucht dann einfach wieder ein bisschen länger. Die Orks haben trotzdem keine Chance gegen meine Orks, nur man braucht dann unnötig länger, oder? Das ist so, jetzt kannst du mich spawnen. kannst du mich buffen, nein. Ja. Wie viele haben wir jetzt? 6. Einen schaffen wir noch. Der ist frei. Gut, dass jetzt gerade ein Level-Team. Ah, jetzt kommt aber jemand. Muss das sein? Immer diese blöden Hexe. Wo ist er? Also sowas von blöde. Das kann ich doch nicht fertig machen. Aber das ist die blödste Quest, oder? Die kannst du einfach nicht fertig machen, wenn so viel los ist. Jetzt bin ich doch gestorben. Naja. Wir gehen rüber, hä? Wir haben noch 8 Minuten. Also ich werde mal noch 4 Minuten machen. 3. Für alle, die jetzt gerade nicht Lust haben, etwas zu sehen, was jetzt nicht so spannend ist, oder? Ich will jetzt einfach noch kurz den Hexenmeister, den Bushi zeigen. Ja. Würde gerne ausstellen. Ja, jetzt ist dasselbe Pink gerade bei Rot gewesen. Ah, das hier oben im Startgebiet. Ja. Also was ich mache, ist eigentlich immer eine Quest, die ungefähr 3000 bis 4000 gibt, eine Reichsquest. Und die führt mich meistens hier hoch. Und dann habe ich viele Magnoniten. Weil hier relativ viele auf diesem Feld sind. Und das hatte ich jetzt gehabt. Ich habe die Quest abgegeben, die war hier auf einem der Türme da. Auf seinem Turm hier drüben. Und habe dann hier gleich 2 oder 3 Magneten ganz in der Nähe gefunden. Jetzt schaue ich nochmal kurz. Dann habe viele Spiele nicht hier. Deshalb ist wahrscheinlich jetzt wieder weniger los. Aber weil ich ständig in dieses Gebiet komme, sind hier auch immer wieder Magneten für mich. Und das ist natürlich schon toll. Nur eben, ich brauche keine Magneten, weil ich ja eher Solo-Safe anspiele. Also sagen wir so, ich nehme es nur von Freunden an. Ich tue keine Items erhandeln von Unbekannten. Also nicht Solo-Self-Hunten, sondern Self-Found mit, ja, einem Kollegen hat, der das kaufen möchten mir. Ja. Und ich finde, das reicht. Also, wenn ich handeln würde, dann würde ich sofort fertig sein, wenn ich so gut handeln kann. Also, ich bin manchmal echt einer, der wirklich alles sehr günstig machen kann. Und dann sehr günstig alles holt. Also zum Beispiel hier ist ein Magnet. So, ja. Wenn ich sage Magnet, dann ist es ein Magnet. Wenn ich sage, es ist ein Gestein, dann ist es ein Stein oder ein Fels. Ja. Ein Ambergestein. Ah, da ist jemand. Level up. Aber wo? Das ist der Level up Sound, aber ich weiß nicht, wo war das unten. Hallo, Spieler. Was ist eigentlich, wenn ich dem sage, herzlichen Glückwunsch zum Level-Up? Dann würde er lachen. Also, wo ist der? Ambergestein.
Das meine ich mit Stein. Ja. Aber Ambergestein ist wirklich das Sinnloseste. Bei Fels kann man noch verticken. Manche Spieler tun recht viel bezahlen für ein Fels. Aber dann gibt es ja wieder Spieler, die Mordspreise in das Auktionshaus reinsetzen. Und ja, ich weiß nicht, trollen halt einfach nur. Die werden das niemals bezahlen. Also, es wird niemand die Items kaufen, die über 300 Millionen Gold oder so kosten. Weil die sind auch nicht gut, die Items. Das sind extra die schlechten. Ich weiß es nicht. Also, jetzt gehen wir noch zu einer anderen Stelle, wo ich euch empfehlen kann. Aber bitte mir nicht das Gestein wegschnappen, gell? Ich tue euch hier gerne helfen. Ich bin ja auch nicht so abhängig, die zu suchen. Und wenn ich sehe, ja, ihr habt die Gesteine schon geholt, dann bin ich natürlich auch nicht so der, der Gesteine braucht. Hier ist meistens auch einer. Immer hier hinter dem Stein. Ah, der wurde abgeholt. Ja. Dort ist er. Ja. Okay. Jetzt ist er diesmal ganz nahe vom anderen Gestein, anderen Face. Ich finde es einfach so gut. Es macht so viel Spaß, Gesteine zu suchen. Wenn man mal jetzt nicht kämpfen will oder so, wenn man einfach abschalten will, ein bisschen Pause hat, ein Sandwich in der Hand hat oder eine Zigarre oder sonst irgendwie das. Ein bisschen Geld verdienen. Macht so viel Spaß. Aber die Spiele müssen halt immer Magneten sammeln über die Items und das macht natürlich dann nicht so viel Spaß. Manche haben ja so 13.000, das habe ich jetzt schon mehrmals gesehen im Handelschat. Das ist jetzt eigentlich im Handelschat so da. Eine DevEx. Hä, wieso heißt die Two-Handed Dread Death-Axt und bei uns nur Doppel-Axt? Hä, das macht auch irgendwie nicht Sinn. Die Deutschen, also das ist immer wieder bei den deutschen Übersetzungen eine Abkürzung, oder? Eine mega Abkürzung. Jo, und dann hätten wir noch, ja, Schwert des Abgrunds. Ja, das ist wirklich abgrundtief schlecht. Okay, also, hier einfach auch noch ein bisschen schauen. Ist jetzt auch leider auch abgefarmt, scheinbar. Ja, ich bin halt auch wieder zu oft immer hier. Aber ihr seht, also, da habe ich 16 und beim anderen habe ich irgendwas so 35. Und beim Hexenmeister habe ich ungefähr 1000. Also schätzungsweise 1200. 1100 hatte ich vor ungefähr 10 Tagen. Und hier drauf, immer hier drauf schauen, am besten hier. Ja, ist leider nichts. Also, ja, das war die Magneten- und Gegnerkunde heute. Und in der nächsten Folge kommt dann die Scheißkunde mit dem Toilettenpapier, das in der Schweiz also gar nichts mehr gibt. Okay, viel Spaß und wie immer, genießt das Leben, genießt das Zocken. Tschüss.